Frustrierter Hund, wie du deinem Hund wieder besser vertrauen kannst. Heute geht es um einen typischen Fall, wenn ein Hund frustriert ist, ausrastet, in die Leine reinbeißt, vielleicht sogar in dich reinbeißt. Wird ein ganz, ganz spannendes Ding. Was lernst du hier? Eigentlich ganz simpel, erstmal zu verstehen, warum ist das eigentlich so? Und dann schauen wir uns auch mal das Handling an. Weil wir sind wieder auf Hausbesuch. Wir gucken uns heute einen Fall an. Der gute Yoshi, Akita, Inu. Und dann nehmen wir euch wieder mit. Also auf geht's, kommt. Ja, der gute Yoshi, Akita, ist noch ganz jung, 8 Monate jetzt circa, ist ein kleiner Hilferuf. Deswegen fahren wir jetzt auch zum Hausbesuch hin. Die sind, also die Familie ist seit kurzem erst bei uns im Coaching. Und das ist, sage ich jetzt mal, so ein bisschen so ein Klassiker. Ne? Völlig unterschätzt, was ein Akita eigentlich ist. Deswegen gehe ich da jetzt auch kurz ein bisschen drauf ein, bevor wir jetzt da zu Hause sind. Akitas, so ein bisschen wie in unserem anderen Video mal mit einem Shiba Inu, sind, ich will es jetzt simpel ausdrücken, sehr schwierige Hunde in Anführungsstrichen, weil sie sind halt extrem ursprünglich. Das heißt, ich kann hier mal ganz kurz hier stehen bleiben, das heißt, ursprüngliche Hunde haben halt noch sehr ursprüngliche Anteile in ihrer Genetik. Das heißt, diese Hunde sind einfach aus anderem Holz geschnitzt und damit muss man ganz einfach anders umgehen. Wenn du mental dir so einen Hund holst und hast eigentlich gedacht, ach, ich will einfach nur einen Hund haben, ein bisschen mit dem spielen, der soll einfach ein Kumpel sein, ein bisschen spazieren gehen, wirst du mit so einem Hund kaum Freude haben, weil die haben A, einen extrem hohen Jagdtrieb, B, hinterfragen die alles, was du von denen willst. Ursprüngliche Hunde sind halt so, ja, die sagen sich so, was willst du denn jetzt eigentlich von mir? Und wenn du dich da nicht durchsetzen kannst, nicht klar im Kopf bist, nicht vernünftig führen kannst, nicht sinnvolle Alltage, Rituale und so weiter, wird das hier nicht witzig. Der Akita Inu ist halt ein japanischer Hund, ja, wie gesagt, der hat ganz andere genetische Anteile als jetzt der Labrador. Und deswegen freue ich mich jetzt auch darauf, den Menschen noch mehr tieferen Einblick in das Verständnis Hund zu geben, weil um Vertrauen aufzubauen, muss man seinen Hund halt auch verstehen. Und dann muss man diese Krisen auch bewältigen. Und hier geht es darum, der Hund hat, also der Yoshi hat halt sich umgedreht und in die Besitzerin, in die Arme reingesprungen, immer wieder reingeschnappt, dass es auch wirklich schon richtig dolle weh tat und so weiter, wenn er andere Hunde gesehen hat oder schnüffeln wollte und die gesagt haben, nee, wir wollen weitergehen. Also hier geht es wahrscheinlich um Respekt. Weiß ich noch nicht ganz genau. Die Familie ist sehr lieb, sehr nett, haben alles sehr, sehr lieb, sehr, sehr nett, sehr menschlich versucht. Ja, und der gute Yoshi macht einfach den hier und sagt, mir doch egal. Und deswegen muss ich da jetzt mal hin, mal gucken. So, Besuchsszene bin ich jetzt gespannt, der Umgang mit ihnen. Eigentlich möchte ich den Hund nicht übernehmen, weil die Besitzer sollen das können. Aber es kann durchaus sein, dass ich das mal machen muss, um einfach ein besseres Gefühl für den Hund auch zu kriegen. So, und jetzt fahren wir hin und schauen mal, was uns erwartet. Was habt ihr euch jetzt für heute aber erstmal so vorgestellt? Also damit ich weiß, was bei euch so im Kopf abgeht. Also ne, man hat ja dann immer Erwartungen, Ziele und Wünsche, dass wir da mal ganz klar und ganz genau rangehen können. War so meine Frage, weil ich immer das Gefühl habe, sobald ich ihn korrigiere, putscht er sich auch so hoch. Dadurch ist er dann ja auch, hat er mich ja schon mal attackiert. Ich meine, das habe ich jetzt runtergespielt, ich habe jetzt keine Angst mehr, aber... Dieses nach dem weil ich er soll dann irgendwo nicht dran oder soll irgendwas nicht machen. Wie mache ich das am besten? Ja, okay, das ist dann eher so ein bisschen Typus Akita, ursprünglicher Hund, der sagt halt, du, pass auf, wenn du mir irgendwas sagst und ich verstehe das nicht, wer bist du denn eigentlich? Also was willst du denn von mir? Die setzen sich natürlich auch schnell mal zur Wehr, ne, und sagen ganz einfach so nicht. Also das ist das Problem bei diesem Rassetypus, die sind ursprünglich. Und ursprünglich bedeutet, ich kann autark sein, ich brauche übertrieben fast niemanden, wenn, dann vertraue ich vielleicht einen sehr, sehr gut, der muss aber auch klar sein und so weiter. Also man braucht schon viel Klarheit. Und dann dieses, du hast das eben so niedlich gesagt, er liebt uns schon und so weiter. Alles schön und gut, ist aber, das hilft dir nicht viel weiter, wenn das so, also mental wirklich jetzt, also, weil die, das ist vielleicht eure Wahrnehmung, aber er ist jetzt gerade in einem Alter, wo er extrem Klarheit braucht. Also wirklich jetzt so eine Ex. Kann mal runterlassen? Der kann aufstehen, wenn er das möchte. Warum soll er jetzt aufstehen? Ja, ich dachte, dass er euch mal begrüßen kann. Oder warum? Genau. Warum soll er uns jetzt begrüßen? Ja, weil das, da prallen halt Welten und Wahrnehmungen aufeinander. Ne? Also was er jetzt braucht, ist halt
schon sehr, sehr viel. Der muss natürlich Erfahrungen sammeln. So ist es jetzt nicht. Der braucht Freiheit und so. Alles gut. Also mich jetzt nicht falsch verstehen. Mhm. Aber was er braucht, ist auf jeden Fall jetzt nicht Menschen, die durcheinander sind und irgendwie komische Erwartungen haben. Das Kindchenschema ist oft immer so ein ganz, ganz großes Problem, wenn Menschen sich einen Hund holen und sehr, sehr viel Liebe in sich haben. Das ist jetzt nicht falsch, aber wenn sie ihren Hund völlig falsch einschätzen, ja, und mental so als, ich will jetzt nicht sagen Kinderersatz, das ist ein bisschen übertrieben, aber wenn sie ihn halt so sehen, wie so, ach, der liebt mich und ich liebe ihn so dolle. Sie haben halt einfach einen völlig falschen Blick auf ein natürliches, wie ich vorhin schon beschrieben habe, genetisch starken Hund, wo man so, ach, der süß und der kleine und ach, der hat mich gern und so. Und das kann ganz oft zu einer Katastrophe führen. Warum? Die haben hier, die Familie, sehr viel mit Liebe und positiven Sachen gearbeitet. Und jetzt ist er in einem gewissen Alter, wo die Eierchen immer größer werden und er halt immer selbstbewusster wird und immer mehr andere, ich sag jetzt mal, ressourcenbedingte Themen hat. Ihm ist das Territorium wichtiger, ihm sind die Gerüche wichtiger, die Mädels wichtiger, sich durchsetzen wichtiger. Und dann kollidieren einfach mentale Ansichten. Und ich würde mir auch wünschen, jeden Hund einfach nur über ich hab dich lieb und super zu erziehen, aber manche brauchen halt einfach auch klare Ansagen. Und wenn es das einfach nicht gibt, wird der Hund, also Yoshi hier in diesem Fall, einfach eigene Entscheidungen treffen und seinen Besitzer nicht richtig ernst nehmen. Und das ist ein ernstzunehmendes Problem. Aber ja, wir haben Wetter heute. Ja, warum gehst du jetzt auf der Straße? Damit du nicht so viel schnüffeln kannst. Weil er mich so viel gerochen hat. Ja. So, die Leine jetzt noch ein bisschen länger und dann sprich ihn mal irgendwann an. So, jetzt. Yoshi. Prima. Okay. Aha. Gut, sehr gut. Da kommt schon unsere Aufgabe. Genau, jetzt macht ihr das bitte so, wie ihr das immer machen würdet. Ja. Ne? Mittlerweile schlagen wir uns im Wald. Naja, dann auf geht's. So machen, als wenn wir jetzt nicht da wären. Mama schläft sich im Wald. Ich gehe immer schön Augen zu und durch. Nein. Ja, lass ihn immer dann so ein bisschen mal pillern oder ein bisschen länger. Ein anderes Thema ist, wenn man rausgeht und sich den Spaziergang anguckt. Wir arbeiten ja mit Videoanalysen, wir haben ja vorab auch schon viel gesehen, wir haben auch schon viel geredet, wir haben auch schon viel probiert. Aber es kam dazu, dass Yoshi immer mehr anfing, wenn Frust ist, also wenn er irgendwo schnüffeln wollte, wenn er zu einem Hund hin wollte, irgendwo anders hin wollte, dass er anfing, wenn er nicht durfte, nicht konnte, weil sie ihn festgehalten haben, irgendwie ihn vollgequatscht haben, dass er sich umdrehte und sie attackiert hat. Und das halt auch sehr massiv mit Schmerzen, blauen Flecken und so weiter. Und jetzt kommen wir wieder zurück, das ist nicht witzig. Und Futter ist ihm draußen mittlerweile völlig egal. Die besten Würstchen, der beste Käse interessiert ihn einfach nicht mehr. Und jetzt kommen wir und beobachten den Spaziergang. Deswegen sind wir da auch hingefahren. Und jetzt sehe ich, dass er übertrieben alles das machen kann, was er gerade für richtig hält. Dann kommen Hunde auf uns zu und plötzlich siehst du, wie Frauchen planlos ist, stehen bleibt und was soll ich denn jetzt, ja klar, wie soll sich denn ein Hund, der heranwachsend ist, der stark im Kopf ist, der jetzt gerade sich austestet, der jetzt wissen will, wo er hier hingehört, wie soll er sich an so einem Menschen orientieren, der übertrieben kreuz und quer rennt, wo also immer seinen Bedürfnissen nachgeht, wenn es zu Krisen oder Konflikten kommt, dann planlos ist, überfordert ist, irgendwie handelt und wenn Yoshi dann Entscheidungen treffen will, dann anfängt, nein, lass das, dann sagt er sich, pass mal auf. So nicht. Du machst das nicht mit mir. Und das ist ernst zu nehmen. Und deswegen schauen wir uns auch so etwas an. Wir konnten hier sehr, sehr viele kleine Einzelpunkte finden. Ich habe ihn auch mal übernommen. Warum habe ich ihn übernommen? Das kritisieren ja auch ganz viele, weil ich ein Gefühl dafür brauche. Ich brauche mal ein Gefühl dafür, wenn man mit ihm klar umgeht, wenn man ihm klare Signale sendet. Ist er fähig oder ist er wirklich ganz böse, ist er wirklich voll draußen, orientierungslos und völlig abgelenkt. Und das war ja gar nicht. Er ist ein sehr, sehr
cooler, netter, ich sag jetzt mal recht sensibler Hund. Also er ist noch sehr jung, da geht noch ganz, ganz viel. Nur die Menschen passen noch nicht dazu. Und das ist unsere riesengroße Herausforderung jetzt, mental die Menschen zu stärken, ihnen beizubringen, wie man klar, strukturiert, einfach kommuniziert. Man darf nicht unfair sein, man muss fair bleiben. Das ist ganz wichtig, auch bei ursprünglichen Rassen fair zu sein. Die Kommunikation muss Sinn ergeben. Und wenn sie keinen Sinn ergibt, dann machen die eh die Ohren zu und sagen, geh weg, du, also ich verstehe dich nicht, also lass mich in Ruhe und sag mir nicht irgendwas, was ich zu tun oder zu lassen habe. Und das ist jetzt unsere Aufgabe und da freue ich mich auch drauf, mit der Familie das zu machen. www.hundetrainer-stiefkeil.de, auch dir können wir helfen, auch dich können wir begleiten. Ich freue mich, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao.